aus Augsburg freue mich natürlich ganz besonders über dieses Heimspiel in unserer Bezirkshauptstadt und sage Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen herzlichen Glückwunsch, denn Sie haben heute alles richtig gemacht. Sie sind heute dorthin gekommen, wo die Politik auf die Lebenswirklichkeit der Menschen trifft. Sie sind heute nicht bei den Ideologen, die aus Berlin die Deindustrialisierung vorantreiben, unseren Wohlstand in Bayern gefährden, die besondere Lebensqualität in unserer Heimat, die gestern in Augsburg waren. Und sie sind auch nicht bei den rechten Spinnern gelandet, bei denen es politisch gut geht, wenn es dem Land und den Menschen schlecht geht, sondern sie sind heute in der Heimat des Pragmatismus in der Politik. Und deshalb sage ich das auch so deutlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Heimat des gesunden Menschenverstandes in der bayerischen Landespolitik. Herzlich willkommen bei uns Freien Wählern. Ein besonders herzliches Willkommen gestatten Sie mir als Augsburger auszusprechen an den wichtigsten Mann, an einen der beliebtesten Politiker, den es im Moment Bayern und bundesweit gibt. Wir sind stolz und dankbar, dass er da ist. Und ich sage ein herzliches Willkommen in der schönsten Bezirkshauptstadt Bayerns, in der wichtigsten Metropolregion unserer Heimat, vielleicht der schönsten Stadt in ganz Deutschland. Lieber Hubert, herzlich willkommen in Augsburg. Und mindestens genauso sehr freut es mich natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Sie alle, dass ihr alle gekommen seid, denn wir müssen in der Tat miteinander reden. Wir müssen reden im Hinblick auf diese Wahlen, die da anstehen, im Hinblick auf den 8. Oktober. Und wir müssen da deshalb drüber reden, weil diese Wahlen nicht irgendeine Wahl sind, weil diese Wahlen nicht Wahlen sind, bei denen es darum geht, ob die einen oder die anderen jetzt 1 oder 2% mehr bekommen und am Ende des Tages geht es dann weiter wie zuvor. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Wahlen sind Richtungswahlen, wie meine ich das? In der Vergangenheit, seit ich Politik beobachte, habe ich das in Deutschland immer so empfunden, dass man sich einig war über das große Ziel und politische Debatte hat dann bedeutet, verschiedene Parteien machen halt unterschiedliche Vorschläge, wie wir zu diesem gemeinsam geteilten Ziel kommen können. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist dieses Mal deutlich anders. Das ist deutlich anders, seit die Chaosampel in Berlin regiert. Es geht jetzt um eine Richtungsentscheidung. Es geht um die Frage, ob auch in Bayern nach dem 8. Oktober Ampelchaos Einzug hält, ob auch bei uns wie in den anderen 15 Bundesländern ein Ampelpartner am Tisch sitzt, ob durchregiert werden kann aus Berlin bis nach München oder ob aber, und dafür wollen wir Freien Wähler uns stark machen, meine Damen und Herren, Bayern, Bayern bleibt, in Bayern die Uhren weiterhin anders ticken, in Bayern die Lebensqualität weiterhin hoch bleibt, Bayern weiterhin die Heimat bleibt für Heimat und für Hightech. Und deshalb ist es auch unsere Botschaft für den 8. Oktober. Wir wollen, dass Bayern Bayern bleibt und wir brauchen in Bayern keine Roten und keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung, meine Damen und Herren. Wir stehen also an einer Wegscheide und es ist eine Richtungswahl. Es ist entscheidend, wie unser Land bei dieser Richtungswahl abbiegt. Und es geht jetzt darum, ob auch Bayern in Zukunft ein Land wird, in dem zwar Cannabis legal ist, aber die Gummibärchen verboten. Ob auch Bayern ein Land wird, in dem dir einer vom grünen Tisch in Berlin aus sagt, welche Heizung du in deinem eigenen Haus einzubauen hast, wie lange du duschen sollst, dass du möglicherweise besser den Waschlumpen nehmen sollst, dass Mobilität nicht mehr möglich ist. Es geht um die Frage, ob Bayern ein Land der Leistungsträger bleibt oder ob auch dieses Bayern ein Land wird, wo diejenigen, die den Karren ziehen, keine Rolle mehr spielen, wo es bei den Bundesjugendspielen nur die Urkunde für jeden gibt und am Ende des Tages es völlig egal ist, ob man sich engagiert, ob man sich einbringt, ob man etwas bewegt oder nicht. Oder ob Bayern eben dieses Bayern bleibt, ob Bayern der Wohlstandsmotor, der Industriemotor, ja der Motor des Wohlstands und der Zukunft für unsere Heimat ist. Und deshalb sage ich das auch noch einmal ganz deutlich, meine Damen und Herren, wir wollen in Bayern, wir wollen in Augsburg keine Berliner Verhältnisse,
Wir wollen keinen grünen Umverteilungs- und Umerziehungsstaat, sondern wir wollen, dass dieses Bayern weiterhin der Hort der Lebensqualität bleibt, in dem alle Menschen auf der ganzen Welt gerne leben. Und dafür stehen nicht die Grünen und die Roten, dafür steht die Bayern-Koalition und dafür stehen die Freien Wähler, meine Damen und Herren. Und Sie gestatten mir auch zu sagen, was da für ein gesellschaftspolitischer Ansatz dahinter steht. Und der reicht weit über das hinaus, was man gelegentlich als Ampelbashing auch vom einen oder anderen Politiker aus Bayern derzeit erlebt. Ich sage, meine Damen und Herren, und ich glaube, da spreche ich für Sie, für euch alle, was unser Ansatz ist. Unser Ansatz ist Liberalitas Bavariae. Unser Ansatz ist, dass dieser Freistaat Bayern das Land des Leben und Lebenlassens ist und bleibt, dass dieser Freistaat Bayern das Land ist, in dem jede und jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann. Und ich buchstabiere Ihnen auch aus, was das bedeutet, meine Damen und Herren. Das heißt, dass bei uns in Bayern jeder, der das möchte, so lange gendern kann, bis er einen Knoten in der Zunge hat. Das heißt, dass bei uns in Bayern jeder, der das möchte, daheim bleiben kann, sein Auto verkaufen kann, sich ein Lastenfahrrad kaufen kann. Das heißt, dass bei uns in Bayern jeder, der das möchte, sich vegan ernähren darf, solange er das tun möchte und wie er das tun möchte. Aber, meine Damen und Herren, das ist mindestens genauso wichtig. Freie Wähler, Liberalitas Bavariae, Freistaat Bayern bedeutet, dass dieses Land auch nach dem 8. Oktober noch ein Land sein und bleiben muss. Und dafür stehen die Freien Wähler, wo auch das Gegenteil davon möglich ist. Wir wollen ein Bayern haben, in dem man auch nur normal reden darf, in dem man auch nur Auto fahren darf, in dem man auch nur Weißwurst essen darf und bei uns in Augsburg nachher beim Fußball, wenn wir die Mainzer draufhauen, ein Bier vom Riegele trinken. Auch das ist Bayern und so muss es bleiben, meine Damen und Herren. Und Sie gestatten mir, diesen Systemkonflikt, den ich da beschrieben habe, noch an ein, zwei Politikfeldern festzumachen, dass Sie nicht nach Hause gehen und sagen, das hat halt der Mehring behauptet, das sagen halt die Freien Wähler. Nein, meine Damen und Herren, es gibt wirklich unterschiedliche Ansätze. Die Ampel hat was völlig anderes mit unserem Land und seinen Menschen, mit unserer Wirtschaft, mit dieser Gesellschaft vor, als diese Bayern-Koalition, als wir Freie Wähler. Und ich mache es nochmal fest an der Wirtschaftspolitik und an denjenigen, die den Karren ziehen in unserer gemeinsamen Heimat, weil es mir große Sorge macht, welche Entwicklungen wir da im Moment sehen. Ja, meine Damen und Herren, ich sage auch wie die Grünen und die Roten, natürlich ist der Klimaschutz, das sagt jeder außer der AfD, natürlich ist es das Masterthema unserer Zeit. Natürlich muss man was tun in der Sozialpolitik. Natürlich brauchen wir große Reformen im Gesundheitsbereich. Aber wir dürfen nicht vergessen, meine Damen und Herren, das sind Politikfelder, die keinen Euro verdienen, sondern das sind Politikfelder, die zunächst einmal Geld kosten. Und deshalb heute klare Aussage aus Augsburg in Richtung Berlin, deutliche Ansage, die Grundlage einer jeden soliden Sozialpolitik, die Grundlage einer jeden vernünftigen Umweltpolitik ist nicht gescheit daherreden und sich auf die Straßen kleben, sondern ist zunächst einmal fleißige Menschen und eine solide Wirtschaftspolitik, um das andere hinten herum verteilen und bezahlen zu können. Und dazu gehört es dann auch, meine Damen und Herren, dass wir die Menschen, die das tun, dafür entsprechend belohnen. Und da sage ich es in der gleichen Deutlichkeit, da muss es eben einen Unterschied machen, ob Sie den Karren ziehen oder ob Sie ihn nicht ziehen. Derjenige, der morgens aufsteht in unserer gemeinsamen Heimat und zur Arbeit geht, abends nach Hause kommt, sich möglicherweise nur in den Vereinen engagiert, dafür sorgt, dass die Lebensqualität in Bayern so hoch ist. Der, meine Damen und Herren, der muss am Ende des Monats verdammt nochmal mehr Euros in der Tasche haben, der muss am Ende des Monats verdammt noch einmal ein besseres Leben haben in Bayern, als derjenige, der in der Früh aufsteht, vom Bett auf die Couch wechselt und sagt, am Ende des Monats kommt das Bürgergeld. Wenn das nicht wieder unsere Philosophie wird in diesem Land, dann kann es auf Dauer nicht umgehen, meine Damen und Herren. Und deshalb sage ich auch ganz deutlich, das ist die zweite Botschaft aus Augsburg in Richtung Berlin, ein Staat, wie diese Ampel-Bundesregierung in sich wünscht.
Ein Staat, in dem die fleißigen Menschen in Bayern morgens zur Arbeit gehen, die in Wohlstand, die Wertschöpfung erarbeiten, die wir in diesem Land brauchen, und es dann über den Länderfinanzausgleich nach Berlin zu überweisen, sodass es aus Berlin bundesweit umverteilt wird und alles damit finanziert wird, was die anderen sich gerne wünschen. Ein solcher Staat, in dem Bayern arbeitet und die anderen das bayerische Geld ausgeben, uns bei der Erbschaftssteuer und sonst wo wegnehmen. Ein solcher Staat ist mit Bayern, ein solcher Staat ist mit dem Freien Wähler nicht zu machen. Jetzt weiß ich, dass Sie heute nicht wegen mir gekommen sind, wir sehen uns öfter in Augsburg, sondern wegen dem stellvertretenden Ministerpräsidenten. Deshalb dekliniere ich Ihnen nicht an weiteren Politikfeldern, keine Sorge, aus, was das bedeutet. Aber ich glaube, die Botschaft, meine Damen, meine Herren, die ist angekommen. Es ist eine Richtungswahl, es ist eine entscheidende Wahl für die Zukunft unserer Heimat. Es geht um die Frage, ob wir auch in Bayern den Ideologen nachlaufen oder ob Bayern das Land des gesunden Menschenverstandes, ob Bayern das Land des Pragmatismus in der Politik bleibt. Und deshalb sage ich unter Verweis auf all die Dinge, die wir für unsere Heimat erreicht haben. Und gerade für Augsburg, vom Staatstheater über die Uniklinik, über das BIFA bis zur Surfwelle, war es verdammt gut, Hubert, dass wir mitregiert haben und die CSU nicht länger alleine regiert hat. Deshalb sage ich gerade und besonders in Augsburg, meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie diese Richtungswahl an. Seien Sie sich im Klaren, es geht um viel. Es geht um die Entscheidung Ampel in Bayern oder geht es bürgerlich weiter mit Pragmatismus und gesundem Menschenverstand. Und deshalb freue ich mich mit Ihnen, mit euch auf die Reden vom Landtagsvizepräsidenten, vom stellvertretenden Ministerpräsidenten und sage zum Abschluss, dieses Bayern, meine Damen und Herren, braucht keine Ideologin, keine Grünen, keine Roten. Dieses Bayern braucht gesunden Menschenverstand in der Politik. Dieses Bayern braucht Hubert Aiwanger. Dieses Bayern braucht die Freien Wähler. Und deshalb am 8. Oktober alle 4 Stimmen für die Freien Wähler. Ist nicht nur gut für die Partei, das ist gut fürs Land, das ist gut für die Menschen, die hier leben. Und deshalb Glück auf für Augsburg, für die schönste, die wichtigste Metropolregion in Bayern. Und Glück auf für die Freien Wähler, mit denen es gut für Augsburg weitergeht. Danke, dass Sie heute da sind. Ja, vielen Dank, Fabian.